Alles, was man über die ERP-Richtlinie wissen muss. Der ultimative Ratgeber für Installateure und Experten. Herr und Frau Schmidt bauen ein neues Haus. Nun müssen sie sich für das entsprechende Heizsystem entscheiden und besuchen deshalb die Installationsfirma von Thomas. Thomas hilft gerne und schlägt das bestpassende System für die Bedürfnisse der Familie und des neuen Hauses vor. Er informiert Herr und Frau Schmidt auch über ERP und erklärt hierbei die Energieeffizienzklasse für jedes Produkt, also das, was die neue europäische Richtlinie verlangt. Frau Schmidt fragt, was ist ERP? ERP bedeutet energieverbrauchsrelevante Produkte. Das ist eine neue Verordnung der Europäischen Union. Sie wurde ins Leben gerufen, um die Energieeffizienz zu verbessern, die CO2-Emissionen zu reduzieren und den Anteil der erneuerbaren Energie zu erhöhen. Sie kennen Energieetiketten wahrscheinlich schon von Kühlschränken, Waschmaschinen und anderen Haushaltsgeräten. Auf jedem Etikett findet man folgende Informationen. In der linken oberen Ecke steht der Name oder das Logo des Anbieters. Darunter kann man das Symbol für die Funktion und die möglichen Energieeffizienzklassen von A++ bis G sehen. Auf der rechten Seite steht der Name oder die Bezeichnung des Produkts und der schwarze Pfeil zeigt die Effizienzklasse des Produkts oder der gesamten Systemlösung. Die blau umrandeten Felder unterhalb informieren über die Lautstärke des Produkts, gemessen in Dezibel, und über die Heizleistung in Kilowatt. Herr und Frau Schmidt sind glücklich über die gute und verständliche Erklärung von Thomas. Sie bestellen das von Thomas angebotene Heizsystem. Einige Tage später liefert Thomas das Heizsystem für Herrn und Frau Schmidt. Da er das ganze System bei Howal bestellt hat, verliert er keine Zeit mit Vorbereitungen für die rechtlich geforderten Etiketten und Dokumente. Howal hat ihm bereits alle Dokumente zusammengestellt. Auch Thomas ist zufrieden und er hat jetzt mehr Zeit, sich um neue Kunden zu kümmern.